Ja? Willkommen zurück zum Untitled Goose Game mit mir, dem Goose. Hallo. Beim letzten Mal habe ich euch gefragt, ob ihr mir sagen könnt, was diese leeren Listen sind, beziehungsweise ob da noch mehr zu entdecken ist oder wie es darum steht. Und ihr habt geschrieben, nachdem man mit dem Spiel durch ist, werden diese Listen aufgedeckt und man weiß, was man da zu tun hat. Heißt, das werden wir auch erst machen, wenn wir komplett mit dem Spiel durch sind. Heißt, das heben wir uns noch auf. Es gab auch Leute, die haben Screenshots von den aufgedeckten Listen gemacht. Aber wenn die sowieso aufgedeckt werden, dann warten wir einfach noch damit. Dann gibt es dann irgendwie Zusatzparts, wo wir diese Extra-Aufgaben noch machen. Und ich bin gespannt, was es da alles gibt. Zudem hat mir einer auf Twitter einen ultra coolen Weg gezeigt. Den möchte ich kurz mal zeigen. So, wenn man nämlich hier ist, wie wo das Spiel anfängt, hat mir einer gesagt, dass man da links in das Rohr gehen kann. Nein, natürlich nicht, sondern hier, man sieht es vielleicht schon. Da ist ein Loch in der Hecke. Man kann einfach so in den Garten kommen. So richtig easy. Ohne, dass man das Radio anmachen muss, ohne, dass der Gärtner einen bemerkt. Einfach super cool. Ja, ist so ein kleiner geheimer Eingang. Fand ich süß, dass es das gibt. Und, was ich noch gesehen habe... Man kann in Gläsern natürlich auch quaken. Oder was auch immer eine Gans macht. Schnattern. So, jetzt widmen wir uns aber, nachdem ich noch hier Fanarts eingeblendet habe, hups, fast vergessen, super, super, super cool, vielen, vielen Dank. Hat mich ultra gefreut, die zu sehen und die sind super cool geworden. Jetzt widmen wir uns aber unserer heutigen Aufgabe. Und zwar diese Schachtel hier zu... Hallo? Oh. Okay. Als ob. Hä? Wo kommt die Schachtel denn her? Ach, der hat mich einfach nur quaken gehört. Ich dachte schon, ich werde jetzt irgendwie... Oh. Okay, trage ich einfach rein. Ich weiß gar nicht mehr, was meine Aufgaben sind. Aber so kommen wir an dem vorbei. Ach, lol. Okay. Geh in die Bar. Bar. Das ist ein Gasthaus. Bitte. Ja, und wo trägt die uns jetzt hin? Ich könnte quaken. Hä? Was ist mit der Schachtel falsch? Um Gottes Willen sind hier viele Leute. Ich wurde einfach fallen gelassen. Könnt ihr bitte weggehen? Okay, den Lappen verloren. Ich bin frei. Ja. Okay, man kann hier irgendwie unten rumlaufen, aber man sieht nicht, wo man ist. Naja. Hallo. Da ist das ganz Verboten-Schild schon. Okay. Das ist cool. Wo bin ich hier überhaupt? Keine Ahnung. Was haben wir für Aufgaben? Zerbrich die Dartscheibe, hol das Spielzeugboot, sorge dafür, dass der alte Mann auf seinen Hintern fällt. Wir haben gerade so einen Mann mit Mütze gesehen, ne? Lass dich mit einer Blume auszeichnen, klau ein Glas und wirf es in den Kanal, decke den Tisch. Einfach Millionen Aufgaben. Das sind Teller, ne? Brauchen wir den für... Ja, den brauchen wir fürs Tischdecken. Ich habe nur keine Ahnung, wo hier ein Tisch ist. Guck mal, ich kann hier auf eine Mülltonne hochlaufen. Ach, da ist ein Tisch. Ist es der Tisch, den ich decken soll? Ja, das ist mein Tisch. Ich bastel mir hier einfach ein. Und der einzige Zugang ist da... Ach, wäre diese Tür, aber die ist zu. Aber wir haben hier diesen unteren Weg, der da hinführt. Okay. Sehr cool. Leucht mich jemand weg, wenn ich hier bin? Keine Ahnung, wenn ich in einem Gasthaus wäre und eine Gans rumlaufen sehen würde, würde ich mich nur freuen. Die ignorieren mich alle, sehr schön. Hier kann ich hier unten lang irgendwie lang sneaken und eine Tomate holen. Ich brauche keine Tomate. Da oben ist Messer und Gabel. Ja. Die brauche ich noch für meinen Deko-Bereich. Oh, da unter dem Tisch liegt auch eine Gabel. Ach, der Kartonträger hätte mich bestimmt da in diesen Absperrbereich da hinten reingetragen. Ja, da. Der geht da rein. So kommt man hier rüber, theoretisch. Und er lagert da die Sachen. Ah ja. So, wir ducken uns einfach mal und gehen schon mal hier hoch. So, die ist umgedreht. Die ist nicht hier unter den Tischen durch. Beziehungsweise sie sneaken einfach schon ganz schnell hier rüber. Schnappen uns die Gabel. So. Wo sind wir denn jetzt hier oben? Da ist das Spielzeugboot. Wenn ich das Wasser anmache, kommt das Boot da raus. Okay. Ach, guck mal.
Hier ist ein Loch. Und da kann ich das runterdroppen. Dann habe ich gewonnen. Oh, oh. Oh, die ist angry. Tja, was machst du, wenn die ganz unterm Tisch ist? Komm ruhig von der anderen Seite. So, outplayed. Komplett sneaky. Wir wurden nicht entdeckt, auf jeden Fall. Ja. Eine Gabel für mein Essen. Oh, kann ich die Tomate noch auf den Teller legen? Warum nicht? Tomato. Tomate. Ja! Yeah. Okay, die wischt da. Schnell hoch und unter die Tische. Oh. Meister Sneaking. So, jetzt sneaken wir dahinter. Jetzt lässt es uns hoffentlich in Ruhe. Dann werfen wir weiter das Zeug runter, was wir brauchen. So. Und Pfeffer brauchen wir. Pfeffer und eine Kerze noch. Okay, Pfeffer haben wir auch hier. Oh, weil ich geschnattert habe. Okay. Ich gehe. Hilfe. Bin weg. Kusch. So, perfekt. Legen wir hier sogar schön auf die andere Seite. Zwar verkehrt herum, aber egal. So. Eine Kerze noch. Und dann ist unser Essen schon angerichtet. Habt ihr eine Kerze? Wir haben keine Kerze. Wir haben nur Aschenbecher. Opa, der Dart spielt. Ich hab da sogar eine Mundharmonika. Die muss ja ultra lustig klingen, wenn ich die nehme. Oh, wurde ich weggescheucht. Da ist ein Eimer, den kann ich runterwerfen. Okay. Oh, den kann ich auf jemanden werfen, wenn er das Schild holen will. Das machen wir später. Setze ich das Level nochmal zurück. Du hast mich zum letzten Mal davon gejagt. Ja, was machst du jetzt? Mir fehlt der Korken. Ach, egal. Geh ich halt Tische wischen. Hallo? Kann ich mir ein Glas auffüllen? Ich hab Durst. Ah, ich hab nur Durst. Ich schwöre. Nein. Du kriegst mich nicht aus deinem Gasthof. Nein. Ah, okay, ich bin draußen. Hilfe. Aua. Brauch eh eine Kerze. Ja, guck mal, hier kann ich das öffnen. Das Tor. Cool, Abkürzung. Da ist ein bisschen Angelzubehör. Ich weiß nicht, wer angeln soll, aber ich merke es mir mal, dass es hier ist. Und ich lasse mich einfach wieder reintragen. Aber wo kriege ich eine Kerze her? Na, guck mal, ich kann mich hier hochstellen. Hallo! Wow! Ich kann Tricks für die machen. Und die freuen sich. Ja, gib mir die Blume. Ja. Dankeschön. Wie süß. So wäre ich auch im Gast. Das habt ihr doch gesagt, ich würde mich freuen, wenn da eine Gans rumläuft. Die wollten einfach nur, dass ich alle meine Tricks mache. Hier für dich. Ich habe eine Blume. Oh. Ich halt mit meiner Blume zu meinem Esstisch. Da ist die Kerze. Oh, ich hab's übersehen. Ja, jetzt haben wir's. Wir einfach alles von hier oben gesnackt haben. Ich wünsche einen wunderbaren guten Appetit. Perfekt. Klau ein Glas und wirf es in den Kanal. Ich verstehe nicht warum, aber tun wir dies. Ja gut, wir müssen mit dem Glas rauskommen. Das wird, glaube ich, nicht ganz so einfach. Wenn ich schnell bin, kann ich vielleicht einfach raussprinten. Ja, der steht halt da am Eingang und bewacht die ganze Zeit. Vielleicht kann ich hier durch meinen Kopf stecken? Nee. Okay, ich habe eine Idee. Ich lasse mich nochmal rausscheuchen. Gehe in den Karton. So, jetzt geht er. Perfekt. Jetzt muss das Glas da rein. Einfach schnell sein. So. Hoffen, dass mich niemand sieht. Perfekt. Da unten stehen nur alle und gucken, wo die Blume ist. So, und jetzt kommt das Glas da rein. Perfekt. Und jetzt trägt der das für mich raus. Hoffentlich. Da guck mal, wir sehen jetzt einfach nur, da steht Blume. Hä, wo ist Blume? Sehen die mich, wenn ich hier laufe? Ja, er hat mich gesehen. Okay, er kann mich sehen. Aber ich bin zu schnell. Dann beobachte ich, ob mein Plan funktioniert. Verdammt. Dann tragen wir es halt selber raus. Wenn der Türmann eh gerade mit der Blume abgelenkt ist.
Schaffen wir es auch vorbei zu rennen. Hallo. Tschüss. Bin doch schon draußen. Der will immer noch das Glas haben, ne? Niemals! Mission Spielzeugboot ist gestartet. Ich betrete das feindliche Territorium. Kamera, bitte hilf mir und zeig mir, was da oben abgeht. Danke. Wir begeben uns noch dort hinten und drehe das Wasser auf. Boot, 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 Boot. Boot. Ich brauche mich gar nicht anstrengen, mich wird eh keiner bemerken. Boot, 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 Boot. Boot, 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 Boot. Tja, was machst du jetzt? Die ganze im Karton. Wie machen wir eine Dartscheibe kaputt? Zerbricht die Dartscheibe. Und der alte Mann muss auch hinfallen. Also haben wir zwei Aufgaben mit dem. Da, wirf einen Ring. Spiel für mich. Oh, wo hat er denn hingeworfen? Ein bisschen zu weit. Aber er ist nicht umgefallen. So, wie wirft er beim Dart? Alter, Dartscheibe kaputt. Gießt er dem kräftigen Mann den Eimer über den Kopf. Oh, guck mal, jetzt wird er wahrscheinlich schon losgehen. Und will dieses Anti-Gans-Schild aufstellen. Und wir sind schon unterwegs. Wir sind schon bereit. Ich bin bereit. Wo ist der kräftige Mann? Hallo? Muss ich den erst sehen, dass er losgeht? Oh Gott, der will mich rausscheuchen. Nein. No. Ich mach seine Schnürsenkel auf und er kann nichts dagegen tun. Haha. Den müsste ich irgendwie loswerden, den Typen. Kann man hier irgendwie reinkommen, ohne an dem vorbeizugehen? Bestimmt. Ich habe da keine Lust mehr zu warten, dass mich der reinträgt. Ich kann mich bestimmt hier oben hinstellen und den anquaken und dann kommt der her. Ja. Warte. Nochmal. Wir laufen geduckt. Einen großen Kreis. Und dann guckt er. Und während er guckt, sprinten wir los. Und sind zu schnell und rennen durchs Gras. Ja, da kommt er nicht rein. Da. Perfekt. Abgehängt. Okay, so kommen wir also gechillter rein. Wir einfach weglocken kurz. Sorgen wir dafür, dass er hinfällt. Ah, wir machen Kampf mit dem. Der kann bestimmt nicht so gut kämpfen. Oh, oh, nein! So knapp! Lass den Stuhl fallen. Lass den Stuhl fallen. Ja, guck mal, ich bin eine Gans. Nein! Okay. Ich nehme was anderes, was dich nervt. Haha! Ich habe seinen Stuhl geklaut. Na, guck mal, der Stuhl passt voll zu meinem Essen eigentlich. Ich habe hier noch einen Stuhl. Jetzt kann ich mich da hinsetzen. Ich bring mal die Blume zurück, weil ich irgendwie Angst habe, dass deswegen nichts weitergeht. Weil eigentlich müsste ja was passieren, dass ich den Eimer jemanden draufwerfen kann. Hier, ich habe deine Blume. Willst du doch haben. So. Ordnung in der Galaxie ist wiederhergestellt. Ja, die will das so. Dem kräftigen Mann den Eimer über den Kopf gießen. Ist aber kein kräftiger Mann. Oder ist das ein Mann? Ich habe dem Spiel nichts vorzuschreiben, aber okay. Bam! Da muss noch Wasser rein. Bam! Nein? So. Wasser an. Einmal hier hin. Ja, schubst mich weg. Lass den Eimer aber da. Okay, da ist das Wasser. Wasser da rein. Wie soll ich den Wassereimer über den Kopf schütten? Ich habe eine Idee.
Ja, ich habe deinen Stuhl wieder. Der nimmt jetzt seine Mundharmonika. Jetzt will er sich hinsetzen. Da. Ah, ist umgefallen. Jawohl. Danke für die Mundharmonika. Hallo, wo ist meine Mundharmonika? Hängt denn Gänse? Wer macht denn so ein Schild dahin? Gehört jetzt mir. Oh, bist du zu langsam? Oh, wo bin ich? Bin ich hier? Nein, ich bin da. Okay, viel Spaß mit dem Schild. Ich verstehe nicht, wie ich diesem kräftigen Mann den Eimer über den Kopf hinkriegen soll, wenn ich weder den Eimer mit was gefüllt bekomme, noch den Eimer da an der Stelle habe. Naja, geben wir dem alten Mann erstmal seine Mundharmonika wieder. Als ob du den Pfeffer da hinten gesehen hast. Was hast du denn für Laseraugen? Junge, du klaust mir nicht meinen Pfeffer. Du klaust mir auch nicht mein Boot. Nein. Ich hätte die Blume nie zurückbringen sollen. Ich habe den ultimativen Prank. Ich klaue ihr das Boot und renne da runter. Ja. Das kriegst du auch nicht. Junge, mein Messer klaust du auch nicht. Ich halte mein Abendessen dort runter. Ist mir egal. Ich lasse es mir nicht klauen. Willst du eine Tomate? Nö. Kann ich ihn hier reinlocken? Ja, er will gucken. Vielleicht räumt er jetzt die Tomaten auf. Ich habe jetzt zwei Tomaten rausgepackt aus der Schachtel. Ja, jetzt. Ja! Gedankt und! Und er hat sich dabei auf eine Tomate gesetzt. Ja! Ist er deinen fetten Tomatenfleck auf der Hose? Jawohl! Was macht er jetzt? Müssten wir irgendwie den Weiterweg öffnen. Oh, er will mich gerade noch umbringen. Sekunde. Da ist ein fetter Tomatenarsch. Oh, wo geht der denn hin? Was macht er denn? Nix, nix, nix. Ich weiß nicht, wie ich da gerade hochgeflogen bin, aber dadurch, dass der Mülldeckel offen ist, kann ich jetzt hier rüberlatschen und das Tor öffnen. Und wir haben den Weiterweg ins nächste Gebiet. Ja! Oder bis hierhin zumindest. Geh in das Miniaturdorf, klau die schöne goldene Miniaturglocke. Okay, wir können hier auf jeden Fall rüberschwimmen. Oh, guck mal! Miniaturdorf. Ah, oh, das ist eine Nachbildung von dem Dorf. Wie cool ist das denn? Wie cool ist das denn? Guck mal, hier haben wir... hier haben wir angefangen. Und geht der Fluss? Naja, da ist die goldene Glocke. Es gibt eine Burg. Müsste ja dann in Wirklichkeit auch links von hier sein. Also genau, hier ist diese Parkbank mit dem Gärtner und so. Hallo Gärtner. Du gehörst in deinen Garten. Können uns alles mal angucken. Aber wie süß. Eine alte Dame erinnere ich mich auch nicht. Steckt ganz schön fest drin. Das kann ich gar nicht rausziehen. Okay, eine alte Dame. Eine Postfrau. Dann ist da dieser Garten von den zwei Nachbarn. Den kenne ich. Da war ich. Ah. Kann ich umdekorieren. Ich habe die Macht. Ja, sind alle so reinge... steckt in den Boden. Weiß nicht, warum ich die rausreiße, aber hey, der Brunnen kenne ich. Da ist die Brücke, die rüberführt. Da lag das Angelzeug und hier war der Pub, bei dem wir gerade waren. Und dann sind wir vom Pub zum Miniaturbereich gegangen, den es auch im Miniaturbereich wieder gibt. Alter. Und da ist irgendeine Glocke oben. Oh. Hoi. Ja. Ich stelle mich an. Oh Gott, das Mittel wird nicht erschlagen, ganz. Nein, alles in Ordnung.
Die goldene Glocke. Eine neue Aufgabe. Und trage sie den ganzen Weg zurück nach Hause. Ah, wir sind durch. Bimmel, bimmel. Guten Tag, die Gans hat das Spiel durchgespielt. Alarm. Alarm, Alarm. Ich hoffe, zu dem Spiel kommen nochmal irgendwie kleine Updates oder irgendein Mini-DLC, wo man nochmal so ein, zwei Bereiche hat. Weil es echt cool ist. Wir sind noch lange nicht fertig mit dem Spiel. Ah, guck mal, so kann ich ein bisschen bimmeln. Weil ich noch vorher die ganzen Nebenaufgaben machen will, die jetzt gleich freigeschaltet werden. Dafür haben wir auf jeden Fall noch ein, zwei Parts, denke ich mal. Aber hey. Dann sprinten wir mal los. Wo lang geht's denn nach unten? Vielleicht geht's da direkt zum Anfang. Wahrscheinlich. Müssen, glaube ich, gar nicht alles nochmal neu machen. Das ist ein Schloss. Ich habe noch keinen Schlüssel. Okay. Dann gehen wir doch nochmal. Ah, wenn ich sprinte, bimmelt die ganze Zeit. Perfekt. Wer will nicht die ganze Zeit ein Bimmeln in seinem Video? Die Ente hat's geschafft. Horchet mir, der mächtigen Ente. Alarm, Alarm. Oh, die wollen alle die Glocke zurückklauen. Okay, da muss man manchmal schleichen. Hallo? Wie locken wir den da weg? Wir warten kurz. Alarm, Alarm. So. Nein, 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 nicht. Ja, Alarm. Oh Gott, ich bin eingepackt. Warum haben die mich eingepackt? Ich bin der Entengott. Ja, okay, warte, trag sie für mich ein paar Zentimeter, genau. Perfekt. Jetzt kann ich hier reinlaufen, kommt rein. Und jetzt kann ich hier lang. Niemand hält die Ente auf. Alarm, Alarm. Und runter da. Ich kann es einfach runterwerfen, ne? Die haben die Mauer, die Brücke da klein zugemacht. Okay, dann laufen wir den richtigen Weg. Komm. Wir sind ja auch die echte Ente. So. Oh, der Brunnen wurde zugemacht. Der war offen mal eine Weile. Ist der jetzt auch abgesperrt oder darf ich da zurückgehen? Das ist auch abgesperrt. Die haben alle Wege abgesperrt. Niemand hält die Bimmelente auf. Da ist auch zu. Ja, ich musste echt durch jedes Gebiet nochmal. Okay. Da haben sie auch das Tor aufgemacht. Da muss ich durch den Garten jetzt nochmal. Okay, vorsichtig. Metal Goose Solid. Als ob die ihre scheiß Kommode repariert hat. Tja, ich lenke dich ab, indem ich andere Sachen kaputt mache. Und einmal Gänsegeräusche mache, um dich wegzulocken. Ich mach die einmal kaputt, ich mach die wieder kaputt. Niemand stoppt die Gans. Alarm. Jetzt in so einem Zaun repariert. Alarm. Den locken wir einmal hier um seinen Brunnen rum. Alarm. Und raus hier. Ja. Puh. Jetzt noch durch den Bereich. Und dann noch durch den Garten. Dann haben wir es schon geschafft. Wie sie alle Ausschau halten nach mir, als wäre ich so der größte Verbrecher. Ich bin die Sneak-Ente. Alarm! Alarm! Die Gans kommt durch! Wehe, das Kind steht jetzt im Weg. Das hau ich zusammen. Oh Gott, das Kind ist da. Nein, Kind! Es hat eh Angst. Okay. Er hat's versucht. Jetzt nur noch mein Erzfeind. Der Gärtner. Wir gehen einfach normal durch. Der wird mich schon in Ruhe lassen. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Da vorne am Eingang steht er. Wie er den Ausgang bewacht. Die Ente hat die Stadtglocke geklaut. Aber durch euch weiß ich von dem Geheimausgang. Haha, meine Kommentare. Meine ganzen Tare haben mir geholfen. Das ist sogar schon einfach freigeräumt. Ach, hier ist so ein hohes Brett dazwischen. Ja, jetzt ist ja offensichtlicher der Ausgang. Ta-da-da-da. Ding, 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 ding. Auf nach Hause. Muss ich hier zu einem Teich? Ja, hier nach unten ging es, glaube ich. Genau, hier kamen wir her.
Ich hab die Bimmelglocke. Die äußerst laute Bimmelglocke. Ich weiß wohin. Wo ich am Anfang diesen dummen Glocke aktivieren Joke gemacht habe. Ja. Da lagen doch 1000 Glocken. Ja, ja. Auf geht's, Mr. Ente. Mr. Gans. Wenigstens zum Ende noch einmal falsch gesagt. Also es ist schon das 5. Mal, dass du das machst. Öfter. Wir haben es geschafft. Ein Videospiel von Haus. Tschüss, Credits. Ich gehe. Hallo? Nein, ich will wieder da sein. Nein! Oh. Ja, dann haben wir dieses Spiel wohl durchgespielt. Wird wahrscheinlich aber nicht das letzte Video sein, weil es noch die Zusatzaufgaben gibt. Hoch, hätte gar nicht... Unter Mitwirkung von einer Gans als die Gans. Sehr schöne Credits. Haben wir die Leute wohl erfolgreich geärgert. Ich bin gespannt, was es für Extraaufgaben gibt. Ich habe bei dem normalen schon echt ein bisschen gestruggelt, bei manchen herauszufinden, wie ich was machen muss. Obwohl es dann doch offensichtlich war, wie den Stuhl unter dem alten Mann einfach wegzuziehen. Der hätte ja Rückenschmerzen, also würde der sich hinsetzen, hätte ich irgendwie schon dran denken können. Aber hey, ich habe es ja früher oder später geschafft. Und ja, wir sind noch nicht fertig mit Ärgern der Leute. Es war aber ein super süßes, cooles Spiel. Und ich würde sehr gerne mehr davon haben. Ich habe mich eh schon gewundert, wie lange das Spiel noch geht, weil immer alle meinen 3 Stunden oder so. Und ich hatte ja schon locker mehr als 3 Stunden aufgenommen. Aber ich habe auch immer ein bisschen länger gebraucht. Ein sehr cooles sehr coole Art, ein Rätselspiel umzusetzen. Und es war auch sehr freundlich zu einem. Man durfte alle Fehler machen. Es gab halt keine Strafen, keinen Rücksetzpunkt oder so. Keiner hat irgendwie die Gans in den Fleischwolf gesteckt. War alles super chill. Man hat nur ein paar Leute genervt. Und ein Gebäude am Ende kaputt gemacht. Zum Stattern X drücken. Neue Seite für die Aufgabenliste. So, was haben wir jetzt? Ich denke, ich mache noch ein Part jetzt dann, wo ich so ein bisschen was von den Sachen ausprobieren werde. Ist ja jetzt nicht mehr ultra viel. Sind ja zwei Seiten mit Zusatzaufgaben. Genau. Und ja, das ist die Flasche, die ich reingeworfen habe. Und die Münze. Ja, guck mal, ist alles hier runtergetrieben. Die Münze habe ich in den Brunnen geworfen. Cool. Ja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich noch beim nächsten Part. Bis dann, euer Gänse-Zimbelmann.